Hallo und willkommen zurück bei No Man's Sky. Die letzte Folge ist jetzt schon was her. Ich hatte mal geguckt, der letzte Speicherstand war vom 29. August oder so. Zum Ende September. Ja. Deswegen muss man mal gucken, wo wir stehen geblieben waren. Hat auf jeden Fall die Meldung beim Einloggen, dass ich hier so eine Mission fertig geworden ist. Wird die hier sein. Da schauen wir mal, was die sagen. Ja. Und wir bekommen Junge. Hat sich richtig gelohnt. Wir haben ja ein Schiff, ist ja verloren gegangen, daran erinnere ich mich. Hier Expeditionplan. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Starfield gespielt. Und Entdeckungsreise. Haben wir noch einen Entdecker? Händler, Datensammler, Erkundung hier. Hier ist auch dafür ganz gut. Zurück. Expedition starten. Upp, da ist er weggeflogen im Hintergrund. Haben wir noch was zum Handeln? Handelsexpedition, guck mal hier. Ach. Ich hab's gleich. Da. Treibstoff mal wieder. Okay. Das ging doch dann hier. Frachter herstellen. Gattentreibstoff 200. Oh, jetzt kann's losgehen. Ja, während ich Starfield gespielt habe, habe ich innerlich so ein bisschen Bock gehabt, weiter hier No Man's Sky zu spielen. So, das hätten wir. Da stand eben auch noch eine Meldung, ich soll zum Farmer zurückkehren. Mal gucken. Nee, das war die falsche Tür. Das ist ja schon so lange nicht mehr auf meinem Frachter rumgelaufen. Die Alarmsysteme, okay. Der dümpelt ja hier eigentlich irgendwo rum. Das müsste ja eigentlich eher sein. Faizium. Habe ich nicht. Okay. Aber ich habe doch hier irgendwas angepflanzt. Das müsste ja jetzt hier. Wächst das denn neu? Okay. Ich dachte, das wäre dann weg, aber es wächst dann anscheinend nach. So, jetzt kann ich es hier geben. Hier. Frostkristall. Die nur in verschiedenen Bewegungen. Frostwurzeln kann angebaut werden und ist ein und. Eine zuverlässige Nutzung. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit bringen. Geeignet für Hydrokultur, Pflanzen und Gebäude, will ich mir mal im Freien ein gefrorenes Klima. Okay. Frostkristall habe ich keine. Ja, wir haben schon die nächste Mission. Jetzt können wir ja eigentlich. War das I? Nein. Da jetzt geht's schon wieder los. Das war's auch nicht. Katalog mit Escape, genau. Materialien und Gegenstände. Ostwurzel. Exotische Waren. Pflanzen, hier. Frostkristall. Wieso hat er das denn jetzt abgebrochen? Nur nochmal neu. Pflanzen, Frostkristall. Vielleicht müssen wir dazu in unser Schiff. Das kann natürlich sein. Jetzt habe ich mich verlaufen auf meinem eigenen Frachter. Ja. Da geht's lang.
Teleporter. Und da ist da. Wir starten einfach mal raus in den Weltall. Oder ja, ins Weltall. Da, wähle einen Planeten aus und verwende C, um nach Verfügungsraum zu suchen. Lande auf dem Planeten, auf dem Frostkristalle wachsen. Wenn es hier einen gibt, ne? Die Frage. Guck mal, der ist ja schon. Aus wie ein Eisplanet. Frostkristall, ach guck mal. Was ein Zufall. Schnell weg, was auch immer jetzt da alles aus dem Hyperraum gesprungen ist. Gab letztens noch mal ein großes Update, kann aber nicht genau sagen, was da drin war. Waren wahrscheinlich wieder nur Performance-Verbesserungen und so. Spielinhalt habe ich da jetzt beim Überfliegen der Nachrichten nicht gesehen. Aber solide. Ich finde es immer noch super, dass das so weiterentwickelt wird. Finde ich klasse. Und mal gucken, wie viele Folgen ich heute aufgenommen bekomme. Und dann gibt es wieder ein bisschen Content. Bock habe ich auf jeden Fall. Und freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja. Einmal ein bisschen mehr Schub nach unten. Da ist, glaube ich, schon so ein Ding. Langsam. Und dann schauen wir uns hier mal um. Immer wieder erstaunlich. Gut, dass es auch mittlerweile aussieht. So, jetzt will ich eben aussteigen, genau. Schade, dass man nicht so in die Schiffe reingehen kann. Also, dass man quasi so in das Cockpit reinspringt. Hä? Wo lauf ich denn hier gegen? Seht ihr das? Ich kann da nicht hin. Ah, es gibt nur gefrorene Knolle. Oder ist das? Warte mal. Ich habe mal den Controller ausgesteckt, vielleicht war das deswegen. Das bringt auf jeden Fall auch immer gut Ansehen und Kohle. Und hier kann man wenigstens alles scannen, ne? Fast alles. Ist ja bei Starfield leider nicht so. Das sind ja nur spezielle. Spezielle Pflanzen, die man scannen kann. Organische Struktur, Kupfer, Dioxid. Ohne Knolle. Silber. Aus der Entfernung scannen kann man es aber nicht. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Frostkristalle finden. Es ist auf jeden Fall arschkalt hier. Immer noch nicht nah genug. Irgendwas, was. Okay, Nächte. Das ist schon wieder. Als wäre hier so eine Wand oder so. Die sehen jetzt mal ein bisschen anders aus, ne? So was habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Eine Mischung aus Hühnchen und noch irgendwas.
Da ist noch ein Tier. Das ist bestimmt feindlich, nein. Ja, richtig viele Tiere hier. Zwei auf einmal gescannt. Jetzt habe ich eben aus Versehen nicht auf die Wächteraktivität geachtet, ob die hier herausragend groß ist oder. Bevor ich hier irgendwas. Ja, das ist die Wasserschacht, warte mal. Das kann man eigentlich nie genug haben. Wir werden das jetzt herausfinden, ob das die Wächter stört oder nicht. Indem wir das hier einfach mal abbauen. Dann werden die ja kommen. Wenn die das anpisst. Noch schnell scannen, bevor wir die wegmachen. Aber immer wenn ich das spiele, dann kriegst du ein innerliches Chill-Gefühl. Könnte ich dann immer direkt müde werden. Ist eigentlich ganz gut, ne? Wenn man so ein Entspannungsspiel hat. Das einem so ein bisschen beim Entspannen hilft. Warum mal so den ganzen Alltagsstress vergessen. Oh, muss ich das jetzt wieder. Das musst du ja pflücken. Haben wir die hier alle schon? Da war irgendwas mit einem Ausrufezeichen da. Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Müssen wir gucken, Kälteschutz. Wir können einmal das hier aufladen. Aber wie sehen die Eiskristalle aus? Ich meine, es wachsen gerade Eiskristalle an meinem Bildschirm. Bei minus 62 Grad. Aber das ist komisch, ne? Es gibt oft nichts dazwischen. Also es gibt so ultra heiß, dann hast du da so 60, 70 Grad. Dann hast du so normal, dann sind es zwischen 20 und 30. Und auf so Eisplaneten bist du bei minus 62 immer. Und wenn jetzt gleich ein Sturm kommt, dann wird es halt noch kälter. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh guck mal, hier sind aber nur minus 20 oder so. Sondern es geht irgendwie immer direkt in diese Extreme. Weiß nicht, irgendwie die Wasserstoff. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. Oder woher das rührt. Ob das einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Kann ich jetzt so genau gar nicht sagen. Ist er jetzt angepisst oder nicht? Tja, können wir dann in die Höhle gehen und mal da reingucken und uns da mal quasi aufwärmen. Temperatur stabilisiert sich. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aua. Warum ist es denn jetzt hier giftig? Was ist das?
komme aber nicht durch sowas, ne? Ja, da kommt Kobalt raus. Was ist das? Eiweißperlen kann ich nicht mehr aufnehmen. Hoffentlich säcken die auch. Aber die kann man nicht aufnehmen. Die ist noch zu klein oder so. Okay, da kommt Kohlenstoff raus. Was ist das? Ja, wie gesagt, das baue ich ziemlich gerne ab hier, weil das braucht man überwiegend für den Flottentreibstoff. Braucht man davon immer eigentlich eine ganze Menge. Ja, und dadurch, dass ich ja die Startschubfüße da von meinem Raumschiff verbessert habe, brauche ich mir eigentlich um diesen anderen Kram da gar keine Sorgen mehr zu machen. Ich glaube auf jeden Fall, dass man die, ich meine mich zu erinnern, für viel Geld verkaufen konnte. Weil ich weiß gerade nicht so genau, was man mit denen macht. Nehmen wir die mal alle mit. Was? Finde Frost, da stand doch gerade, finde Frostkristalle, Kristalle in was für Dinger? Was steht denn in unserem Katalog, wo es die gibt? Frostkristalle. Frostwurzhaine mit Hilfe des Analyse. Ja. Oh, nein. Hatte doch irgendwo gesehen, wo es hier rausgeht. Wurzel. Ist ja nicht so, als würde hier nicht rauskommen. Verändern wir den Planeten. So, zack. Wie weit soll das denn sein? Wir machen uns mal auf den Weg zu dieser Kupferansammlung. Wie ist das eigentlich, wenn ich diese Autos baue? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich das dann mitnehme? Dass ich jetzt hier quasi mit dem Auto rum säuseln könnte? Oder muss ich dann jedes Mal so eine Plattform bauen? Weil das wäre ja nicht so cool. Wenn das so in mein Raumschiff rein könnte oder so, das wäre ja schon super. Wenn man das dann quasi ausladen könnte wie ein Elite und dann sagt, ich heiz jetzt hier mit dem... mit dem Auto über den Planeten. Das ist schon wieder die Wasserstoff. Und die Sonne geht auf, herrlich, ein Morgen auf einem Eisplaneten. Ähnlich dem Wetter jetzt. Oh, das wollte ich nicht. Also es soll ja heute wieder relativ warm werden, aber gerade ist draußen, ich glaube 10 Grad oder so. Ich habe das Fenster auf und ich liebe diese herbstliche Morgenkühle, ne? Die Luft, die ist einfach irgendwie anders. Erfrischend, da wird man wach von und so. Ich mag das auch im Sommer, wenn es morgens kalt ist. Ist das leer? Oh shit, oh 4 Uhr. Nee. Hör auf, geh weg. Ich brauch das.
Okay, also gegen die Wasserstoffabbau scheinen die Wächter hier nichts zu haben. Ich hatte das doch irgendwie markiert da. Und dieses Geräusch, ne, wenn man über Schnee läuft. Dieses Knirschen. Gehört eigentlich nicht so zu den Geräuschen, die ich super finde. Andere finden das ja total cool. Ich bin schon mal angeregt darüber unterhalten, eine halbe Stunde über dieses Geräusch. Ja, kann man mal machen. Also in meinem Fall ist es nicht. Ich kenne aber auch Leute, die finden das super. So, dann wollen wir mal gucken, ob der sich jetzt hier gleich abfuckt, wenn ich das Kupfer hier abbaue. Da ist er wieder. Und das ist meiner. Den kann man ja auch noch irgendwie verbessern, ne? Das ist ziemlich viel Kupfer. Kupfer kann man eigentlich immer gebrauchen. Das ist so mit eins der grundlegendsten Elemente, glaube ich, in dem Spiel, die man so braucht. Alles, was hier so gelblich schimmert. Dann werde ich vielleicht mal offscreen meinen Frachter so ein bisschen umbauen, weil der ist ja schon, den habe ich ja schon hässlich bisher und unstrukturiert gebaut. Ich glaube, das geht besser, aber ich weiß nicht, ob man das aufnehmen sollte, ob das nicht zu langweilig ist. Oh Moment, ich muss mich mal gerade auf dem anderen Computer nochmal anmelden. Und sehe ich nicht, wenn ich eine Nachricht bekomme. So, herrlich. Bisschen Kupfer gefarmt. Scannen wir hier nochmal. Frachtabwurf, fleischige Wurzel. Können wir mal mitnehmen. Wenn man wenigstens wüsste, wie das aussieht, ne? Wo hab ich denn jetzt meine Markierung gesetzt? Da wäre ja schon mal was, wenn man das wüsste. Aber... Oh, guck mal, ganz kleines. Das ist wie ein Elch, ne? Was? Wilde Milch? Süß. Das sieht aus wie, wie Brennnessel oder so. Kann ich denn auch gefrorene Knollen anbauen? Ich habe schon mal sowas gesucht, das hat ewig gedauert. Ich glaube das war gelb. Feuer, irgendwas. Aber jetzt müssen wir nochmal gerade. Gerade nochmal aufwärmen. Von hier unten kann ich... Der sieht einfach nur cool aus. Von hier unten kann ich also dem Frachter nicht irgendwie was sagen. Muss da noch mehr rein. Weil mein Kälteschutz... erhöht sich nicht. Das ist jetzt natürlich blöd. Warum hat sich das denn dann in der Höhle wieder erhöht und hier jetzt nicht mehr?
Was macht man denn dagegen? Klar, man kann den Frostschutz seines Anzugs erweitern. Das ist mir bewusst. Aber jetzt gerade in dieser Situation, ich dachte, man könnte sich dann in so Erdhöhlen wieder aufwärmen. Warum? Geh weg. Das hat sie doch vorher nicht gestört. Warum sind sie denn jetzt aktiv? So, und wenn ich jetzt rauskomme, sind die dann weg? Oder, die suchen wieder. Ah, jetzt sind sie, jetzt haben sie sich deaktiviert, okay. Und hier ist jetzt eine Höhle. Nee, gerade. Hätte ich das direkt mal ausprobieren können. Frostwurzel unmittelbar in der Nähe. Hä? Was da? Diese Richtung, okay. Wir werden wahrscheinlich vorher erfrieren. Es wird ein bisschen wärmer, ne? Minus 56 Grad, okay. Da ist auch keine Höhle. Dann nehme ich meine Aussage von eben zurück. Es scheint also doch ein bisschen Schwankungen zu geben. Vielleicht sollte ich mein Schiff nach hier rufen. Moment, das geht doch. V? Nein. C. B. V. Was ist das denn? Achso. Weil das dürfte ja jetzt kein Problem mehr sein, es lädt sich ja immer wieder auf von alleine. Dann können wir uns ja mal kurz aufwärmen. Oh. Hab ich fast platt gemacht. Einen Schluck trinken. Ah, da sieht man, wie sich das, wie sich der Anzug wieder mit Wärme füllt. Und schon kann man wieder raus. Haha. Ja, das ist super. Und eigentlich müssten die Füße jetzt voll sein. Da ist das. Frostwurz. Bin ich ja mal gespannt. Wenn wir das dann selber anbauen auf dem Frachter, dann brauche ich das eigentlich nie wieder suchen. Oh, der sieht auch cool aus. Was auch immer der hier will, aber... Fettes Raumschiff. So, wo ist es? Das hier. Ah, okay. Nehmen wir direkt mal ein paar mit. Wir werden die mal anbauen gehen. Haben wir noch mehr?
Das war das Signal, dass die Folge vorbei ist. Theoretisch. Haben wir hier drin? Naniten. Naja, gut. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Was? Ledermäuse. Cool. Das wollte ich aber gar nicht gucken. Dioxid, Frachterwurf, Frostwurz, noch mehr. Wurmwurzelfahr noch mehr. Also ich gehe das so einsammeln und danach sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Wenn du dann wissen willst, wie das läuft und worum wir es anpflanzen in unserem Frachter, dann schalt einfach beim nächsten Mal wieder rein. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, einfach auf Abonnieren drücken. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und mach's gut.